So, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder da. Ich hatte eine ganz wilde Woche, habe super viel erlebt und bin einfach überhaupt nicht dazu gekommen, meinen Vlog zu machen. Ich bin Dienstag in Konstanz angekommen und dann hatten wir Donnerstag Institutstag vom Jona-Institut. Es gab ganz viele super spannende Vorträge. Ich habe ganz viel über Zertifizierung von Medizinprodukten gelernt und auch den Kontext zu KI. Also wie wird es wohl in Zukunft laufen? Und ich glaube, es gibt noch keine richtig gute Antwort, aber zumindest Leute, die sich Gedanken dazu machen und da werde ich auch bald dazu gehören. Ja, und dann übers Wochenende hatte ich ein bisschen schöne Freizeit in der Schweiz und konnte Freunde besuchen. Und Montag gab es dann Teamtag vom Jona-Institut. Also wir haben uns als Team getroffen und ja, über den derzeitigen Status gesprochen, über wie es weitergeht und wie man mögliche Probleme löst. Ich war total überrascht, wie offen und sehr ehrlich alle waren und wie toll mit Fehlern umgegangen wird. Genau, und gestern hatte ich dann ein ganz spannendes Interview, aber darüber habe ich eine andere Aufnahme, die ich jetzt dann gleich noch einspiele. Also, viel Spaß. So, ich bin jetzt gerade in Zürich, wie man hinter mir sieht, neben der ETH und habe mich gerade mit Gerd Kortemeier getroffen. Und es war wirklich ein faszinierendes Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, wie das, ja, Learning-Management-System der Zukunft aussehen könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass mehr Fokus auf die Studierenden liegen sollte. Er hat darüber gesprochen, dass er sich wünscht, dass Studieren in Zukunft ein bisschen mehr wie so Apprenticeship ist, dass man durch Lerneinheiten durchwandert und auch wirklich sich die Lehre zusammensetzt selber, dass der Fokus auf die Studierenden ist und dass auch wenn wir über Lernplattformen sprechen, man nicht vergessen darf, wie wichtig es ist, Lehre in Person zu machen und den Gedanken der Universitäten nicht vergessen sollte. Es war wirklich ganz spannend und ich freue mich richtig auf diese Podcast-Episode und darauf, dass ich die mit euch teilen kann.